Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu diesem Seilspring-Workout im Rahmen der 7-Tage-Springseil-Challenge. Wenn du das Video zufällig gefunden hast hier auf YouTube oder auf Facebook oder auf Instagram, wo auch immer du gerade bist, dann geh auf seilspringen.nacktgutaussehen.com und registriere dich für die kommende Springseil-Challenge. Und wir haben hier ein kurzes, knackiges, knappes 9-Minuten-Workout heute vor uns. Da dieses Workout absolut für Beginner geeignet ist, möchte ich dir aber erstmal, bevor wir in das Workout eingehen, eine einzige Übung kurz demonstrieren, damit du weißt, worum es geht, damit ich dich mit dem Workout an sich selber nicht überrumpel, sodass du das Workout vielmehr einfach mitmachen kannst, weil du schon weißt, was auf dich zukommt und dann einfach lieber der Musik lauschen kannst und einfach nur Gas geben kannst, anstatt dass du während des Workouts mir noch zuhörst, was du besser oder richtiger machst. Wir kombinieren heute ganz simpel einfach nur das Seilspringen mit einem Burpee. Und zu Burpees habe ich schon viele verschiedene Videos hier auf meinem YouTube-Kanal gemacht. Ich habe ja auch eine Burpee-Challenge. Ich habe mal 30 Tage, also zu dem Zeitpunkt jetzt, wo ich das Video drehe, bin ich, glaube ich, an Tag 31 oder 32. Ich habe mittlerweile aufgehört, im Kopf zu zählen, aber eine Strichliste mache ich noch. Und ich mache jeden Tag 100 Burpees, ja, mittlerweile 32 Tage lang. Und den Burpee gibt es in unterschiedlichsten Varianten. Und ich werde dir heute einfach nur die Basics zeigen, worum es geht. Du suchst dir deine Variante aus. Wir brauchen nämlich den Burpee auch in unserem gemeinsamen Abschluss-Workout, in unserem Live-Abschluss-Workout in der Facebook-Gruppe. Und deswegen möchte ich dir den Burpee jetzt auch ganz kurz zeigen. Das dauert gar nicht lang. Und wir kombinieren dann den Burpee mit dem Seilspringen. Beim Burpee ist erstmal ganz, ganz wichtig, dass du hüftbreit startest. Und wenn du runter in die Knie gehst, beziehungsweise das Ziel ist jetzt erstmal, die Hände auf den Boden zu bringen. Und wichtig ist dabei, dass du versuchst, ich weiß, die Fersen können nicht permanent am Boden bleiben, aber wie es nicht ausschauen soll, ist so, dass du voll auf die Fußspitzen gehst und dass du die Hände dann hier auf den Boden nimmst und dann mit den Fußspitzen nur noch so am Boden bist, okay? Bei der Kniebeuge allgemein ist ganz, ganz wichtig, dass du machst ja erstmal eine Kniebeuge und da versuchst du so lange, wie es geht, oder du versuchst nicht so lange, wie es geht, sondern die ganze Zeit auf dem ganzen Fuß zu bleiben. Egal, ob ich ganz runter gehe oder nur halb runter gehe. Mein Fuß ist immer komplett auf dem Boden. Und mein Burpee, wenn ich mir jetzt natürlich die Hände hier auf den Boden bringen mag und mich jetzt hier abstützen mag, dann muss die Ferse natürlich ein bisschen weg vom Boden. Aber du verstehst meinen Punkt. Es ist erst eine Kniebeuge, du gehst runter und du lehnst dich dann nach vorne auf deine Hände. Und hier ist jetzt wichtig, dass wenn du hier unten bist, du kannst ruhig auch mitmachen. Und da kann die Ferse jetzt schon weg vom Boden sein, aber hier ist jetzt auch schon mehr Gewicht auf meinen Händen. Dass du jetzt die Fingerspitzen fest in den Boden reinrammst, sodass du siehst, dass diese Fingerkuppen wirklich schon auf weiß anlaufen. Wenn du das machst, stabilisierst du dein Handgelenk. Und jetzt nimmst du einfach einen Fuß nach hinten, den anderen Fuß dazu und schon bist du im Stütz. Wie kommst du jetzt wieder zurück? Naja, du machst einen Schritt nach vorne, einen Schritt dazu. Gehst wieder auf die Ferse und stehst möglichst mit aufrechtem Körper auf. Ich mache es mal ein ganz klein bisschen schneller. Kniebeuge runter, Hände auf dem Boden, Gewicht mehr auf die Hände. Fuß zurück, Fuß zurück, Fuß zurück, Fuß zurück. Wieder Gewicht auf den ganzen Fuß und hoch. Oh, servus. Kein Problem. Ich schneide euch raus. Und das ist im Prinzip eigentlich die einfachste Variante des Burpees, die wirklich jeder machen kann. Und wenn du in dem Workout nur 2 oder 3 hintereinander schaffst, dann ist das so. Easy peasy, wir fangen alle mal an und gehen Schritt für Schritt. Eine nächste Stufe, wie ein bisschen schwieriger wird, ist ganz einfach, dass du ihn ein bisschen dynamischer machst. Das heißt, du gehst runter, Hände auf dem Boden, schrittweise würde ich nach hinten gehen, aber du hüpfst nach vorne und kommst wieder hoch. Nochmal, Hände runter, Schritt, Schritt, Sprung, Sprung. Ganz easy. Du kannst es modular aufbauen, so wie du dich einfach fühlst, so wie fit du einfach bist. Gerade im Moment kannst du den Burpee immer weiter ergänzen. Ein Schritt weiter wäre noch schwieriger, wenn du jetzt runter gehst, Hände auf dem Boden und jetzt wäre Sprung, Sprung, Sprung. Ganz easy peasy. Und das ist auch die Variante, mit der ich meine 100 Burpees jeden Tag mache. Ich mache da keinen Liegestütz dazu. Du hast genug Beanspruchung in den ganzen Körper. Und du suchst jetzt einfach eine von diesen 3 Varianten aus. Variante 1, Hände auf dem Boden, Step, 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 Step und einfach nur hoch. Oder halt beim Hochkommen, Step, 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 kleiner Hopser. Das ist Variante 1. Variante 2, wäre Hände auf dem Boden, Step, Step, Sprung, Sprung. Variante 3, Hände auf dem Boden, Sprung, Sprung, Sprung. That's it. Und das Workout ist super easy und macht super viel Spaß. Wir machen 1 Minute Seilspringen, 1 Minute Burpee.
50 Sekunden Seilspringen, 50 Sekunden Burpees. 40 Sekunden Seilspringen, 40 Sekunden Burpees. Und das Ganze machen wir runter bis 20 Sekunden Seilspringen, 20 Sekunden Burpees. Immer beim Wechsel ist 10 Sekunden Pause, sodass du das Seilspringen hinlegen kannst oder aufnehmen kannst. Lass uns loslegen. So, dann lass uns starten. Wir beginnen mit dem Seilhüpfen. Let's go! Da bin ich ein bisschen zu spät dran. Beim Seilhüpfen machen wir es einfach so. Und du suchst dir einfach aus, welche Springvariante du haben magst, welche dir gerne liegt, Opala, welche du gerne machst. Wenn du dich verhedderst, machst du einfach weiter. Ich merke schon, ich brauche mal für die Workouts irgendwie so eine Mikrohalterung. Dieses Ding hoppelt mir zu sehr in meiner Hosentasche rum. Nein. Okay. Das war die erste Minute. Wir kommen jetzt zu den Burpees. Kurz eine Pause. Hoffentlich hast du deine Variante gewählt. 3, 2, 1, go! Schau, dass du deine Burpees auch so viel wie es geht Gewicht auf die Hände dann bringst, aber nicht ohne die Fingerspitzen fest in den Boden zu rammen. Und vollkommen egal, wie viele Wiederholungen du machst. Versuch dich einfach nur weiterhin zu bewegen. So, 10 Sekunden weniger bei beiden Übungen. Sauber. So, Wechsel, Burpees again. Und wenn du beim ersten Durchgang vielleicht gemerkt hast, dass du dich noch unterschätzt hast, dann wird vielleicht eine Variante schwerer. So, ich mach vor zurück.
und press it again. Viel Spaß. Seilspringen. Ich nehme den Side to Side. Schön trotzdem Spannung im Körper halten. Symmetrie. Oh. Okay, passiert auch manchmal, dass hier mal ein Auto vorbeikommt. Nochmal Burpees 30 Sekunden. Vielleicht hat der ja die Motivationsanwender gebracht. Kommt jetzt noch einer? Immer weiter. Gut. Letzter Durchgang. Superhands aus. Laufen an der Stelle, sprinten auf der Stelle. Das euch, was euch am liebsten ist. Und die, die die Doppelten mitmachen wollen, die können gerne die Doppelten mitmachen. Oh. Ja, jetzt aber. Okay. Letzter Satz Burpees. Da könnt ihr auch nochmal Gas geben. That's it, ladies and gentlemen. Danke für das coole Workout. Das war Tag 6 der 7 Tage Springseil-Challenge. Morgen gibt es in deiner Gruppe ein gemeinsames Live-Workout, wenn du nicht weißt, wann es ist. Schau auf jeden Fall in der Gruppe nach. Dort findest du ein Event. Wenn du die Coaching-Aufgaben über einen Messenger, Facebook-Messenger bestellt hast, kriegst du da auch die Nachrichten. So, jetzt passt es mit dem Atmen auch wieder. Und yes, das war's. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen mitgeschwitzt. Gebt unbedingt gerne einen Daumen hoch. Einmal unten abonnieren. Hier kommen auch in Zukunft noch viele weitere coole Beiträge. Jetzt nicht nur zum Seilspringen, sondern zum Beispiel auch zum Intervallfasten oder generell, um nackt besser auszusehen. Bis dann, haut rein. Peace.